Sabrina, willkommen Ja, zurück auf der da Bühne. bin ich wieder. Dankeschön. Ja, ich muss mich Dein heute noch, Kollege. ja, mein Kollege, ich muss mich heute noch in diesen Tag etwas reinfinden. Mir gingen jetzt gerade im Hintergrund noch ein paar Infos durch, die wir eigentlich noch sagen wollten, dass wir die Zuschauer, wir haben uns entschieden, per Du ansprechen. Vielleicht switche ich mal, aber wir kennen viele persönlich und sind da schon per Du. Deswegen haben wir uns heute fürs Du entschieden. Ne? Genau. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter. Mit jemandem, den ich noch nicht per Du angesprochen habe. Das stimmt, aber das ist so ziemlich der Einzige, hattest du mir vorhin gesagt. Geht weiter mit dem Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee, der uns sein Kurswort aufgenommen hat. Und das werden wir uns jetzt angucken. Liebe Gründerinnen und Gründer, Unternehmerinnen und Unternehmer, meine sehr verehrten Damen und Herren, danke, dass Sie bei der Gründungswoche dabei sind. Und herzlichen Dank an all diejenigen, die diese Veranstaltung organisiert haben, an das TEX insbesondere. Danke für die Organisation. Die Gründungswoche hat sich in diesem Jahr ein ganz spezielles, ein, wie ich finde, aufregendes, spannendes Thema gestellt: Social Entrepreneurship. Ich möchte Ihnen nicht zu lange referieren, was Thüringen für seine Gründerinnen und Gründer tut, wie unser Instrumentenkasten gefüllt ist. Aber vielleicht doch ein paar kurze Hinweise. Wir sind zwar nicht das Bundesland mit den meisten Gründungen, also quantitativ Spitze, wir sind aber das Bundesland, was qualitativ etwas zu bieten hat. Wenn es darum geht, dass wir besonders viele wirtschaftsrelevante, innovative Gründungen haben, Gründungen im Bereich der Spitzentechnologie. Oder wenn es darum geht, dass wir Wagniskapital in besonderem Maße zur Verfügung stellen. Die Anzahl unserer Patente ist gut und wir sind vom Kindergartenalter über das Studium bis hin zu den älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern unterwegs, die Menschen fürs Unternehmertum zu begeistern. Gut und schön. Jetzt haben wir ein anderes Thema auf der Tagesordnung, nämlich die Frage, welche Art von Gründungen befördern wir? Und was haben die Geschäftsmodelle, was hat das Unternehmen XY für eine Relevanz in Bezug auf gesellschaftspolitische Herausforderungen? Und da sind ganz kluge, neue, ganz innovative Ideen gefordert. Um nicht in Thüringen ein Unternehmen, ein Unternehmenskonzept herauszugreifen und den anderen auf die Füße zu treten, geht mein Blick nach Brandenburg. Dort habe ich das Landgut Stober kennengelernt. Auf dem ehemaligen Firmensitz der Firma Borsig hat man in dieser Tradition der Verbindung von Wirtschaft, Ökologie und Sozialem ein großes Landgut ausgeprägt, das mittlerweile sozial und ökologisch in bester Form agiert. Der Gewinn wird nicht etwa wie klassisch vorgenommen zu 90% für den Unternehmer angewendet oder um ins Unternehmen zu investieren und 10% für soziale Belange, sondern es ist genau umgekehrt. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ein Beispiel dafür, wie man zum Beispiel im unternehmerischen Tun die sozialen Aspekte in den Vordergrund stellen kann. Aber es geht noch weiter. Brauchen wir nicht mehr Gründerinnen und Gründer, die die Herausforderungen, die vor uns stehen, die großen Ziele, die 17 Ziele, Global Development Goals, übersetzen in den täglichen Alltag? Wie gelingt es, die Spaltung in der Gesellschaft zu verhindern, die Gräben zuzuschütten? Wie interessieren wir uns für die Wertschöpfungsketten? Wie werden unsere Vorprodukte hergestellt? Von wem? Unter welchen Arbeitsbedingungen? Was hat es mit uns zu tun, dass Menschen rund um den Erdball die schlechten Arbeitsbedingungen akzeptieren müssen? Wie gehen wir mit unseren Beschäftigten um im Unternehmen? Wie können wir sie beteiligen? Wie können wir den sozialen Aspekt noch stärker in den Vordergrund stellen? Brauchen wir tatsächlich 20 Seiten, um einen Vertrag abzuschließen, oder sollten wir wieder zurückkommen zum Kaufmann, zum ehrbaren Kaufmann, der ehrbaren Kauffrau, wo am Ende nur der Handschlag genügt und ein Ethos da ist im unternehmerischen Handeln und im Unternehmensziel?
Das sind spannende Fragen und es braucht sehr, sehr kluge Ideen, ganz neue Ansätze, damit wir nicht nur in Richtung Gewinnmaximierung, nicht nur im Blick auf eine Branche, die besonders wichtig ist, unser Unternehmertum ausrichten, sondern diesen gesellschaftspolitischen, diesen sozialen Aspekt immer wieder auch mit in den Blick nehmen. Ich wünsche Ihnen für diese Gründungswoche, dass das gelingt, neue Ideen, neue Anregungen kommen. Denn Sie merken, dass ich das Thema nicht nur auf dem Schirm habe, sondern Sie gern mit meinem Haus und all den Institutionen, die Gründerinnen und Gründer unterstützen, beiseite stehen wollen. Wir wollen Sie unterstützen mit dem Instrumentarium, dass Sie sich auch dieser Frage zuwenden, wie können wir noch stärker Social Entrepreneurship unterstützen. Alles Gute Ihnen. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse Ihrer Tagung. Alles Gute. Das war wieder schön. Ja. Einen Moment zum Durchatmen und runterkommen. Mhm. Und herzlichen Dank an Herrn Tiefensee, auch wenn er heute nicht da ist. Trotzdem vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ein paar Worte aufgenommen haben. Sie sehen, das Thema ist wichtig in der Politik, ist schon lange wichtig in der Politik. Aber gefühlt passiert das alles etwas zu langsam. Warum es so wichtig ist, warum jede politische Entscheidung sich an den planetaren Grenzen ausrichtet und die 17 Nachhaltigkeitsziele, von denen der Herr Tiefensee gesprochen hat, was man darunter verstehen kann, das wird jetzt Josef Alke, unser nächster Referent von Zukunftsfähiges Thüringen e.V., näher ausführen, damit Sie so ein bisschen die Basis von Social Entrepreneurship verstehen.